Willkommen zurück zu Pokémon Silber. Wir sind hier in Mahagonia City. Aus dem Grund, da wir in der letzten Folge Team Rocket besiegt haben und nun endlich mit dem ganz normalen Gameplay weitermachen können und jetzt nicht irgendwie so eine Side-Mission mit Team Rocket, bliblablub. Die sind raus. Machen jetzt echtes Gameplay. Wir sind jetzt wieder in-game, Baby. So, und die Stadt ist jetzt wieder friedlich. Keine störenden Radiowellen, ne? Labrador sind zum Ziel des Zorns zurückgekehrt, genau, zurückgekehrt. Das sind gute Neuigkeiten für die Angler. Auf jeden Fall. Besuche Großmutters Laden, sie verkauft Artikel, die du sonst nirgendwo bekommen kannst. Aha. Okay, jetzt arbeitet hier die Großmutter anscheinend. Moment, man kann wieder rein. Okay, wahrscheinlich, falls man da irgendwelche Items verloren, vergessen hat oder so. So. Und ich habe hier schon ein paar Sachen gekauft. Man kriegt hier nichts Besonderes. Wutkekse kann man hier holen. Blumenbrief. Ja, es ist einfach ein ganz normaler Shop. Man kann jetzt halt ganz normale Items so wie in jedem anderen Shop kaufen. Wie so ein Pokémarkt. Nur, dass es halt nicht gekennzeichnet ist. So, und nun gehen wir weiter auf die nächste Route. Und zwar ist das Route 44. Mahagonia City zu Ebenholz City. Letzte Arena-Stadt. Und ich habe heute ein bisschen spontan die Aufnahme gestartet, das war wirklich kein Gesprächsthema. Und wollte das vorher, aber brauche ich auch nicht. So, und auf dieser Route gibt's viele starke Trainer nochmal. Ich gewinne 100%ig! Tja, ich gewinne 101% und das ist mehr als du, deshalb habe ich gewonnen, tut mir leid. Beziehungsweise, du gewinnst zwar 100%ig, aber durch null. Oh, oh, oh. Da kommt das Shiny. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Da kommt die Fruchtblei. One hit. Oh, oh, oh. Keine Ahnung, was ich gerade laber. Du, oh, Kadabra. Aha. Kadabra könnte gefährlich werden. Konfusion. Oh, nee, ist Psycho. Oh. Es ist doch. Oh, ist, ich bin dumm. Ich habe nicht nachgedacht. I am stupid. Aua. Ja, I am stupid. Sag, aber er kann mich nicht angreifen, weil er dumm ist. Also wer ist jetzt der Dümmere, hä? Wahrscheinlich ich, aber er ist trotzdem dumm. Rene. Ah, das ist eine schockierende Niederlage. Tja. Mein Freund, da kann ich dir leider nicht helfen. Es ist wichtig, von sich selbst überzeugt zu sein. Auf jeden Fall. Oh, ich merke das jetzt. Kann sein, dass ich manche Trainer nicht nochmal angesprochen habe, nachdem ich sie besiegt habe. Tut mir leid, falls ja. So, du Angler, komm her! Ich angle so lange, bis ich nicht mehr kann. Und ich kämpfe bis zum Umfallen. So gehe ich auch mit meinen Pokémon um. So gehst du mit deinen Problemen um? Ich dachte, jetzt kommt so, ja, so gehe ich auch mit meinen Problemen um. Sollst du auch mal versuchen? Nein, danke. Ramurai, die Wasserpistole! Komm nur mal her, du möchtest gern spielen, kannst du spielen, mein Freund. Oh, oh, was war das denn hier? Donnerschlag, kommt dir erstmal, zack, du bist tot und das war's. Noch ein Remoral, noch eine Wasserpistole, zack, das war's, easy. Albin. Das ist nicht richtig. Was du machst? Ja. Das sind 100 Siege und 101 verlorene Kämpfe. Ich kämpfe jetzt eine Weile lang nicht mehr. Ja, ich frage mich, warum du verloren hast. Okay, das kann man überraschen. Du siehst sehr stark aus. Gute Trainer suchen instinktiv nach starken Gegnern. Ja, deshalb habe ich auch zufällig dich gerade gefunden. Ja, ich habe dich gefunden. Mhm. Cora? Wo ist Smetbo? Lol, what the, was ist das für ein Smetbo-Sprite? Lol. Ja gut, okay. Wenn du so, ah, warte, ich bin doch schon mit, ach, egal, komm. Flammenrad! Was, ich bin verwirrt. Nein, nicht schnell schlagen. Au! Nicht dich selbst schlagen, was machst du denn? Du Idiot! Nein! Aua! Okay, warte, können wir was anderes einsetzen? Anderes Pokémon? Melly könnten, komm, egal. Greif einfach an. Flammenrad. Ja, nicht mal verwirrt, genau. Tot. Dead. Smetbo is dead. No big surprise. Und da kommt ein Blubella! Ein sehr, sehr tolles Pokémon.
Ich muss zugeben, ich wollte Blumella eigentlich für dieses Display ins Team tun. Vor allem, wie geil. Die Shiny-Version ist einfach das normale Sprite. Das ist eigentlich die heutzutage Shiny-Version von dem Ding. Ich wollte es eigentlich ins Team tun, es ist nur Pflanze. Und ich dachte mir, so cooles Pflanzen-Pokémon. Aber ich kann euch sagen, dieses Play machen wir ohne ein Pflanzen-Pokémon. Dafür haben wir halt Umut. Mit dem Käfer-Typen. Und dem Gift-Typen. Immerhin etwas. Statt Omode hätte ich eigentlich schon besser genommen. Das Ding ist nur, man kriegt ja Myrapla sehr, sehr früh. Schon im Wald nach der zweiten Arena. Aber versucht mal, das Duftler zu entwickeln. Egal was. Das wird nicht so leicht. Vor allem nicht, wenn man keinen Kristall spielt. Und ich dachte mir, nee, bis nach der Hauptstory zu warten, bis ich Blattstein oder irgendwas bekomme, keine Lust. Nein, so geht das auf gar keinen Fall. Doch, doch, in jedem Fall. Mit jedem Fall. Mit den Kämpfen steigen unsere Erfahrungen und werden besser. Ich habe viele Kämpfe ausgetragen, um das zu werden, was ich heute bin. Ein Profi. Okay, warte mal. Ist doch extra so aufgebaut, oder? Ich kann sehen, dass du ein guter Trainer bist. Ich kenne mich gut mit Pokémon aus und ich sehe, dass du auch, dass du das auch tust. Okay, was siehst du noch? Stan? Obwohl wir den Namen schon an was ganz anderes denken. Hugelotexo? Ich habe das perfekte Pokémon dafür. Surfer! Hugelotexo wird jetzt sterben, denn seine Flamme wird nur noch stecken. He dead. Easy bad. Puh, das war der totale Reinfall. Ja. Wow, du hast ja viele Orden. Kein Wunder, dass du so stark bist. Ich frage mich, ob Jens, der Arenaleiter von Tick City, noch immer trainiert? Er hat mich wirklich fertig gemacht. Echt jetzt? Wow. Okay, hier ist ein Item. Hyperball! Cool. Ach stimmt, ich weiß, wo ich bin. Oh, das will ich euch zeigen. Moment, da fahre ich kurz mit dem Fahrrad zurück. Das möchte ich euch mal kurz zeigen. La, 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 la. Und zwar gibt es eigentlich einen alternativen Weg. Man kann hier nämlich lang. Und auf einmal sind wir hier. Ist das nicht cool? Ich tue alles, um seltene Pokémon in die Finger zu bekommen. Habe ich ein seltenes Pokémon? Lass mal sehen. Tanukto? Ja, schon irgendwie selten. Amphi kann er selbst machen. Umut? Auch nicht unbedingt selten. Außer Käferton ist ein bisschen seltener, ja. Spindikat überhaupt nicht selten. Oh, stimmt. Red! Red ist schon ein bisschen selten. Ja, gut. Aus dem Grund, da es shiny ist. Wer hat's gedacht? Oh mein Gott, was? Red ist shiny? Habe ich nicht gesehen. Konnte ich nicht erahnen. Wie denn? Doch, Leute, das ist shiny. Müsst doch mal darauf achten, dass das nächste Mal, wenn ich jetzt ins Kampf schicke, das sind so kleine Sternchen, die rumkommen. Daran erkennt man's. Ach, deine Pokémon sind ja niedlich. Okay. Ein Pokémon, dessen Färbung sich von der normalen unterscheidet, ist wertvoller. Was? Willst du behaupten, das sei nicht wahr? Hä? Was ist dein Problem, Mann? Chill mal. Komm mal runter. Brauchst du ein Stickers? Oh, wegen dir habe ich einen Quapsel verloren. Was wirst du deswegen unternehmen, hä? Hä? Oh, Schlägertyp. Fetter Schlägertyp, was will er von mir? Alfred, oh nein, seine Gang. Seine ganze Kiddie-Gang. Goldini. Oh, das geht mir jetzt zu weit, Mann. Und du kriegst Aggressionen. Superschall, oh. Da gibt's aufs Maul. Wenn ich angreifen... Nein, ich hack mich selbst. Ja, finde ich fair. Okay. Oh yeah, wie schmeckt dir das? Ah, Volltreffer, nein! Ah, weg hier. Melli! Nee, Moment. Doch. Doch, Melli! Schaffst das. Biss. Nom nom.
Gut gemacht, Melly. Ich bin stolz auf dich. Ich habe oft gehört, dass Leute sagen, dass Rubidica kein gutes Pokémon ist. Also jetzt nicht unter meinen Videos oder so. Allgemein in anderen Videos habe ich dazu gehört, wie Leute über Rubidica gelästert haben, dass es nicht so gut ist. Und ich muss sagen, I don't care. Mein Statement dazu, I don't care. Ich nehme das Pokémon, worauf ich Bock habe. Und ich hatte einfach mal Bock, endlich mal Rubidica ins Team zu nehmen, weil ich es noch nie im Team hatte. Und ich bereue es bisher nicht. Jetzt kommt der große Baba. Ja, für Baba holen wir Amphi. Komm, let's go. Wollte es nicht zu einfach machen, aber jetzt geht's um die fette Wurst. Oder um das fette Fischfleisch. Aber bitte ohne Gräten, ja? Ich hasse es, wenn bei Fisch Gräten drin sind. Ugh. Vergiss es einfach. Ja, sicher doch. Dieses Klopse, das geflohen ist, das war riesig. Ich könnte schwören, dass es 5 Meter lang war. Boah, du bist nämlich geil. Es tut mir leid, dass ich dich gemobbt habe, aber kann ich bitte deine Telefonnummer? Ich entschuldige mich, okay? Ich gebe dir auch alles, was ich habe. Ich möchte nur cool sein, weil deine Puma so cool... Nein. Okay. Red mich nochmal an, wenn du meine Nummer... Nein. Hi. Hast du schon von dem legendären Vogel-Pokémon gehört? Welchen? Es gibt 3. Es gibt Lavados, es gibt Zapdos, es gibt Arctos. Welchen davon? Welchen davon? Oh no. What do you mean? No, Toboga is not a legendary bird Pokémon. I'm sorry. Ja, komm, Amphi. Tot. Was ist noch? Noch ein Toboga? Okay. Tot, das war's. Easy. Puh, du bist nicht von schlechten Eltern. Arctos, Zapdos und Lavados sind die 3 legendären Vogel-Pokémon. Es gibt aber auch andere legendäre Vogel-Pokémon. Wow, du bist ziemlich stark. Gibst mir deine Telefonnummer? Warum? Okay. Warum nicht? Schön noch mehr gespamme jedes Mal, bevor ich aufnehme. Route 44. Eispfad voraus. Leute, ein Eispfad. Let's go. Ich habe gedacht, die Route geht länger. Und die Musik hier. Die ist ganz anders als im Remake. Die ist ja so... Im Remake ist so... Oh, hab ich Schutz? Schutz wäre sehr Vorteil. Ich glaube, ich habe keinen Schutz, oder? Ich habe bestimmt keinen Schutz. Nein. Hätte ich Schutz, hätte ich schon eingesetzt. Tja, dann werden jetzt halt ganz viele Pokémon kommen. Während ich Rätsel versuche zu schaffen oder es für Strike schaffe. Wir werden es jetzt gleich sehen. Nein, natürlich nicht First Try. Das wäre auch krass gewesen. Obwohl, jetzt glaube ich, habe ich den Dreh schon raus. Das sieht gut aus. Ich habe es raus. Das sieht gut aus. Yeah. Wo muss ich lang? Okay, das war viel zu einfach. Easy. Was? VM? Darum kriegt man hier eine VM, die man optional bekommen kann. Das ist ziemlich seltsam. Welches denn? Es ist Kaskade. Eine wichtige TM bzw. VM. Warum kriegt man die denn hier nur in einem Rätsel? Und da kommen die wilden Pokémon schon. Der Weihnachtsmann ein bisschen zu viel gefressen, oder was? Für die Botokil nicht kennen. Botokil ist basically das Weihnachtsmann-Pokémon. Es hält einen Sack, aber der Sack ist eigentlich sein Schweif. Er hält seinen Schweif, welcher geformt ist wie ein Sack. Und daraus kommt die einzige Attacke, die es kann, Geschenk. Und die Attacke ist richtig kacke. 50%, dass ich mich heilt und 50%, dass er mir viel Schaden macht. Das ist dumm. Das ist einfach dumm. Sehen kann nichts.
Ich mag Motogel, aber der Sprite gerade, der Sprite hier. Es sieht einfach... Oh, geiler Vortreffer. Es sieht so dumm aus. Das ist zu viel gefressen. Oh, wow. Diese Erkennung war sehr lustig, doch jetzt singen wir weiter in dieser ultra kalten Höhle, wo wir Stärke brauchen. Bitte hab ich Stärke, oder wenn auch nicht, dann kauf endlich ein Pokémon, das das erlernen kann, sonst bin ich am Arsch. Gut oder schlecht? Nein, das ist nicht gut. Kacke. Ich könnte einer meinen Haupt-Pokémon erlernen lassen. Aber warum denn? Das wäre sehr dumm. Ich glaube, ich hole noch mal lieber ein anderes Pokémon. Ach, wo ich will jetzt aber nicht noch mal rausrennen. Das Problem ist, man kann ihn nicht wieder verlernen. Ach, wisst ihr was? Ich renne noch mal kurz raus. Ich hole mal kurz ein Pokémon, was das erledigt. So, da bin ich wieder. Und nun habe ich auch einen Pokémon mitgebracht mit Stärke. Oh, Quiekel. Süßes kleines Schweinchen. Ja, kleine Schweinchen kann man ja auch bekommen. Warum, ihr fragt euch bestimmt, warum gibt es hier viele Eis-Pokémon? Warum allgemeine Eishöhle? Das hat mit der nächsten Arena zu tun, denn hier kann man schön Eis-Pokémon fangen, damit man im Vorteil ist. So, und zur Info, welches Pokémon ich habe. Ich habe jetzt unser gutes altes Aaron aus einer der ersten Folgen hier. Unser Onyx, was wir getauscht haben. Wisst schon. So, was wir jetzt machen müssen, ist einfach alle Steinchen hier, diese viereckigen Klotzen da, richtig hinschieben. Zack. Und das ist ein kleines Rätsel jetzt. Ist nicht einfach. Ich habe nie gesagt, dass es einfach wäre. Aber ist auf jeden Fall sehr interessant, das Rätsel. Oh, nicht nach oben. Nein, 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 nein. Hier lang. Nicht. Warte. Moment, Moment. Anders. Ich habe was anderes im Kopf. Moment. Ich spule jetzt auch durch die wilden Kämpfe vor, weil ich habe jetzt keine Lust gegen die zu kämpfen. Ich habe ja auch gerade geguckt, ob ich noch Schutz habe. So, hier zur Info. Jetzt nicht nach links schieben. So. Weil sonst, du kannst sonst nicht mehr schieben, das Ding. So, ab ins Loch. Der Fels ist heruntergefallen. Perfekt. Und irgendwie fast jedes einzelne Mal, wenn ich sowas mache, so ein Fels runterschmeißen. In egal welcher Edition, egal welchen Spiel. Immer. Direkt danach kommt irgendwie ein Pokémon. Ich bin das so gewohnt, direkt gegen ein Pokémon das zu kämpfen. Moment, hier nach hinten schieben, glaube ich. Ja, aber man muss überlegen, sonst muss man nämlich die Leiste benutzen und wieder resetten. Ja doch, so. Dann so rumschieben. Nicht nach in die Wand, nein, nein. Jetzt so, glaube ich. Ja, perfekt. Nee. Okay. Okay, das ist jetzt ein bisschen komplizierter, glaube ich, hier, oder? Nö, ist ziemlich einfach. Ich hab's noch drauf, Leute! Ich weiß noch, wie ich als Kind hier richtig lange saß, aber... Ich hab's noch drauf! Ha! Der alte Knacker hier hat's noch drauf. Moment, wo muss das hingeschoben werden? Durch etwa hier rein, oder? Maybe? Aber wir würden jetzt nerven. Oh, der ästliche Sprite. Okay, zack! So, wenn wir denken, wir haben alles richtig, beziehungsweise alle Löcher schon vollgestopft, dann springen wir einfach mal rein. So, und jetzt sieht man auch, warum man die Sterne brauchte. Und zwar, damit man sich abstoßen kann von denen. Ihr seht das hier, was das hier ist. Oh, Item. Top-Trank. Nice. Kann man sehr gut gebrauchen. Hab ich's geschafft oder ist es falsch? Ah, es ist falsch, stimmt. Ich glaube, von hier aus nach da. Ah, nee. Okay, das ist da ganz unten. Ich bin nervt, denn... Zack. Zack, ja. Yes, wir haben es richtig. Wir haben alle Löcher. Wir kriegen dafür einen Hyperheiler. Warum nicht? Wer will noch? Rosana. Baby, tanz für mich. Guck mal, die Hautfarbe ist sogar lila hier. Krass. Cool. Dein Ernst? Ich habe keinen Zertrümmerer. Oh, dann nicht. Oh, warte, kann ich einfach hier lang? Warum? Ach, egal.
Oh, ewiges Eis. Das ist ein sehr gutes Item, um Eis-Pokémon zu verstärken. Aber ich habe sowieso kein Eis-Pokémon. So, who cares? Ich auf jeden Fall nicht. Ansonsten kann ich mal kurz gucken, wenn ich irgendwas wegschmeißen, theoretisch. Wenn ich es unbedingt haben wollen würde. Ja, die zwei Tränke, die werde ich sowieso nicht mehr benötigen. Wir sind so weit im Spiel, dass ich das nicht mehr brauche. Deshalb gib einfach mehr her, das ist schon nice. Werden wir bestimmt schon irgendwann mal gebrauchen können. Wahrscheinlich nicht. So, und was gibt's jetzt noch so hier zu finden? Ein Item, will ich das haben irgendwie schon? Ich will wissen, was das ist. Okay, von wo fangen wir an? Aber man muss das von oben anfangen. Okay. Ach Gott. Das ist ja nicht so geil. Und man kann ich einfach den hier machen? Auf Anhieb rausgefunden. Lol, was ist das überhaupt? Und ein Temp. 44. Okay. 44. What's that? TM44? What's that? I never heard of a TM44. Oh, Erholung. Mhm. Okay, macht Sinn, ja. Warte. Ja, easy. Ja, Erholung ist gar nicht mal so schlecht, Leute. Oh, letztes Rätsel, das machen wir noch. Wir schließen die Höhle noch kurz ab. Ah, ne, noch nicht letztes Rätsel? Moment, doch, nach unten ist ein Item. Ich will das Item haben. Maybe. Komm, let's go. Easy. Krieg alles auf Anhieb hin. Ja, gut, es ist nur Eisen, das brauche ich jetzt nicht. Aber ich will die Folge nicht beenden. Ich will noch weitermachen. Für euch. Die Höhle, diese Folge durchmachen. Let's go. Hier ist aber schon das Ende, oder? Hier müsste es irgendwo das Ende sein. Ich glaube, das. Ja, hier ist das Ende. Hier ist das Ende. Auf jeden Fall. AP Plus. Ja, Items brauche ich sowieso alle nicht. Ja, hier ist das Ende. Bestimmt. Ja. Okay, diese Szene hier, diese Passage ist im Remake viel schwerer. Und nun sind wir hier in Ebenholz City angelangt. Wow, du bist über die Eiswand gekommen? Du musst ein richtiger Heißsporn sein. Ja, war schon ziemlich kalt. Und Leute, wenn ihr mich aufwärmen wollt, dann lasst doch mal ein Like da. Ich habe gehört, das ist ziemlich warm heute. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Yeah, haut rein.